Für Martin mache ich gerade mal.
Het was weiter? Ik was toen net te vroeg. De eerste keer dat ik er was. Nog een keer. Als kun je even zeggen van ik er stil. Stop! Heel goed waard. Dan moet je hem even terughalen. Dan. Thank you.
Bij de rest is dat. Gelukkig. Die gooien. Ja, ja.
wij gaan eten. Ja. Ik heb de halve lina eruit gelaten en paté. En ik had twee messen meegenomen van thuis, maar ik heb ook een paar gelaten. Dus ik heb gewoon met mijn lepeltje gesmeerd. Oh, ja. En de slaatje staat er ook klaar. Ja. Ja. Thank you.
habe das Ding, ich habe jetzt hier. Ich war nicht eingeschmeißen. Nee, ich habe hier jetzt Verbindung. Thank you.
just 40 euros, the camera and the screen. Yes, of course, no problem. No problem. So, we will continue. The locomotive here will go to the electric transformator. Okay? The train can entrance. The locomotive here will go the locomotive will take some coal to put some water. When the locomotive is full, we stop the water. For the second train, you will see all the technical manner to prepare the train. We cut the train. And the other locomotive will stop. You can see it. Let's go for departure. Just a minute.
weiter so. Das zweite Fahrzeug ist es. Der zweite Kasten. Thank you.
Nein. Ja, also. Ja. Thank you.
Thank you.
5-metrige, es gibt auch 5-metrige. Aber wenn ich einen zu kleinen Abstand habe, dann besteht die Möglichkeit, dass ich dagegen schlage. Ja. Also es ist ja auf Sonderbestellung auch möglich, sehr lange Stelle zu kaufen. Und da geht es dann immer die Frage, also hätte welche. Aber nach der Betrüffelung ist üblich bei Waldbahnen und Feldbahnen. Ja, ja. Das sind Kuppelstangen, die sind die gleichen, die bei den Rollwagen verwendet werden. Ja, 3-metrige Stangenkupplungen, 8 Rohr, mit bei uns in Österreich ein Rohr mit 8 cm Durchmesser. Ja. Die haben 2 Griffe an den Enden und die werden dann. Ja, ja. Aber eine normale Kupplung kann man nicht machen wegen der engen Radien. Also erstens einmal geht es um die engen Radien und zweitens ist das hier eben verpflichtend. Ich kann auch längere Baumstämme transportieren und die Gefahr besteht dann immer wieder, dass sie gegenschlagen. Ah, ja. Und deshalb braucht man einen gewissen Abstand. Ist im Normalfall wären also 4-metrige, 5-metrige, so wie hier 5-metrige Stämme geordert, also doch 8 Meter und länger. Und dann muss man halt schon einen entsprechenden Abstand haben. Und normale Kupplungen, also Puffer an Puffer fahren ist nicht möglich. Weil eben die Baumstämme überstehen oder nicht überstehen dürfen. Und mit etwas anderem als Kuppelstangen darf man nicht fahren. Nein, das haben wir noch nicht.